und herzlich willkommen zurück zu Tower of Fantasy. Ja, in der letzten Folge habe ich die Aufgabe bekommen, zur Mega-Arena zu gehen. Und jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wo die ist. Ah, hier unten. Die ist links von mir. Okay. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, Moment. Ich glaube, die 2 war das mit dem Fliegen. Ich hoffe, dass es das war. Ist das die da hinten? Nee, das ist die da unten. Okay. Geronimo! Okay, es war die richtige Taste. Sehr schön. Immerhin etwas. Ja, ich habe schon etwas länger als wieder nicht mehr spielen können. Allerdings auch unter anderem halt eben deswegen, weil, oh, mein Benzin ist aber ganz schön schnell leer. Das ist nicht gut. Können wir das irgendwie so machen? Dass ich da jetzt nicht direkt platt bin. So. Unter anderem allerdings deswegen, ich spring mal lieber hier runter, weil, wie man mir sicher noch anhört, ich 2 Wochen knapp richtig fett Grippe hinter mir habe. Was ist denn hier? Hallo? Kann ich dich nicht abbauen? Okay. Und ja, dementsprechend, ach, das war ja die Sache, dass man nicht E drücken kann. Entschlüsselungssystem. Okay. Was habe ich gerade gemacht? Irgendein Behältnis habe ich gerade geöffnet, glaube ich. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich meinen Zielort hier gerade verpasst. Das ist da unten gewesen, oder? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der scheint mich nicht angreifen zu wollen. Das ist immer gut. Oh, hier ist doch auch noch was Schönes. Ich will immer E drücken, wie bei jedem anderen Spiel auch. Das ist nervig. Sonnenblumen, Pusteblumen, Löwenzahn, ja. Kann ich dich nehmen? Nein, ich kann dich nicht nehmen. Doch, jetzt kann ich dich nehmen. Ha! Erkundungsfortschritt. Ja, cool. Ja, ich habe Löwenzahnsamen erhalten. Keine Ahnung. Das ist abgesperrtes Gebiet hier, ne? Aber ich muss ja eh nach da. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Aber das sieht mir sehr danach aus. So, wenn ich jetzt lande, dann lande ich weich im Wasser. Ja, okay. Das Wasser ist nur Knöchel hoch. Ich glaube, da war nicht allzu viel drin. Welcome to Mega Arena. The competition is underway. Everyone's gunning hard for the Astrum. I haven't seen you before. Is this your first time here? Want to give it a shot? All the competitors here are the best of the best. Oh Gott. But if you're interested in betting, that's reserved for regulars. Sorry, rules are rules. Bereit bin ich absolut nicht, nein. Aber wir treten mal bei. Glad to see another competitor. Please see Digsby, the arena manager. He'll make the necessary arrangements. Okay. Dann machen wir das. Ach, da oben. Okay. Oje, oje. Einmal, da ist er. This is Mega Arena. If you're not competing, then watch by the stands. A new contestant? Digsby's busy. I'm in charge today. Rules? I'll just tell you the most important one, because I hate chit-chat. Yeah? Anything goes. Just don't kill anyone. Okay. There's also something about no private fights. Eh, can't remember. You do you. I'll give any rule breakers something to remember. You got that? That's it. A new round is about to start. Come check it out. Also der Typ sieht cool aus, aber das scheint nicht viel drauf zu haben. That one over there with the dual blades is a rookie. Just like you. She's up against a veteran called Meepo, who isn't actually that good. Okay. Itching for a fight? Get ready.
Because you're next. Your opponent is the winner of this match. And it looks like it's gonna be Katie. Do your best, rookie. Ich will aber nicht wieder kämpfen. Next up, an all new member. In the blue corner, we have Katie from Banjus. In the red corner, we have a new contestant from Astra Shelter. Let's get it started. Ach, ihr könnt mich mal. The new contestant from Astra is your winner! Hey! Na, hast du das gedacht, Junge? Not bad. I thought you were an amateur. Guess I was wrong. Ja, das tun viele. Your next opponent is Max. He's won a few times before. He's pretty popular. You want to talk to him? You can find him in the stands before the match. Warum sollte ich mit ihm reden wollen? Er ist mein Gegner. Oh, hi, Kleiner. Weißt du, wo mein Gegner ist? Hi. Stop looking around. I'm Max, your next opponent. Hey, what's with that look? I don't care who you are or where you're from. Be ready to beg for mercy. Ja, sind wir ehrlich und sagen, ich dachte, du wärst größer, oder sagen wir, geben wir unser Bestes? How about that? I like your attitude. Maybe I won't mess you up too badly. Finally, we have the semifinals. Was ist der Kleine jetzt? Who is your favorite? In the red corner, our tenacious newcomer. In the blue corner, we have Steelfist, Marcus and Adam, his AI companion. Wie sein KI-Gefährte. Wieso dürfen die zu zweit kämpfen? Hallo? Ich weiß gar nicht mehr, wie man aus... Achso, mit Shift, ne? Die falsche Taste. The rookie wins easily and makes it to the final. Okay. Darf ich das nehmen? Irgendwie? Gratuliere zum Sieg im Halbfinale. Hier ist deine Belohnung. Viel Glück im Finale. Okay. Achso. Won the semifinal too, huh? Good work. But the final match is gonna be difficult. Ja, das fürchte ich leider auch. It's a three-way brawl and the last one standing wins. But today's not your day. Your opponents are the Brutal Brothers. They've got a trick or two up their sleeves. Also, das heißt, die arbeiten direkt zusammen. Ja, das ist doch wunderbar. They'll work together to eliminate the third contestant, to make sure that one of them wins. I hate to say this, but it's a long shot for you. Da müsste ich eigentlich noch mal wissen, wie ich mich überhaupt teilen kann. Das habe ich total vergessen. War das irgendwie F2? Ich glaube F2, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. You can talk to them before the match, but I'm warning you. Don't start anything. No, werde ich mal gucken, ob ich irgendwas starte. Kleine steht da oben. Da hinten. You're up against us in the next round. Too bad. The prize is ours. I'm gonna win it again this time and be the triple champion. You get it? It's mine.
Okay. Soll ich nochmal mit dem reden? Nö, anscheinend nicht. Dann ab zurück in den Ring. Oder auch nicht? Achso, ich soll mit dem anderen Bruder auch noch reden. Ah. Ist das der Kleine hier? You're the poor fool up against us in the finals? The Brutal Brothers are gonna chew you up. What? Gordon still wants to win again? It's my turn, he promised. How dare he double cross me? Tu dich mit Buffy zusammen? Ach so, ich soll mich mit ihm zusammen tun. Du versinnst den Sieg auch. Ja, eigentlich ist ja beides so. Fine. I'll team up with you first and then we'll battle it out after. Curse that Gordon. Curse him. Okay. Also, erst den Rechten. Vorausgesetzt, dass die dass das keine Finte war. Let's find out. Let's get it started. What? The Brutal Brothers are not fighting together. Strong will be our ruler. Hallo, greift ihr mal an? Sehr schön. Winning the championship on your first try. That's really something. I would love to fight you. Nein, 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 weil dem traue ich schon was zu. Oh, almost forgot. Here's your prize, the Astrum. All yours. It'll fetch a good price out there. That's it for today. My work is done. And I'm out of here. Congratulations on the victory. Das war ein Kinderspiel, genau. Nein, ich hatte einfach Glück. Franz is waiting for us at the Omnium Tower. We should get this to him quickly. Wartet am Turm auf uns. Ja, wahrscheinlich der Turm, wo wir herkamen, ne? Nehme ich mal stark an. Ja, genau. Jetzt muss ich auch doch mal eben gucken. Moment, ich muss in die Richtung da hinten. Da oben, genau. Was ist denn das? Kann ich das abbauen hier? Och, gegen dich doch nicht. Okay, anscheinend nicht. Hm. Mich jetzt aber doch mal interessiert. Ach, da oben. Moment, da oben ist der Tower. Jetzt bin ich in der falschen Richtung. Ich finde das doof, dass man nicht alle Sachen abbauen kann, beziehungsweise auch nicht weiß, wann man die halt abbauen kann. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Ich denke mal von hier links aus, ne? Weil... Wir konnten, meine ich, auch irgendwie hochspringen, aber ich glaube, so hoch kommen wir da auch nicht rum. Ja, und da oben sind auch die Gegner. Das ist natürlich auch doof. Ich hoffe jetzt nur, dass hier unten keine sind. Sieht ja schon krass aus, irgendwie, was hier passiert.
So, nicht mehr weit. Das ist sehr schön. Das heißt dann nämlich auch, ich muss nicht mehr so viel reden im Moment, weil bei mir ist es wirklich... Man hört es vielleicht an der Stimme. Oh, das sammeln wir jetzt aber nochmal eben mit ein. Da können wir mehrere einsammeln. Das ist sehr schön. Man hört es vielleicht auch an der Stimme, weil bei mir ist im Moment noch alles zu. Also die Nase jetzt nicht mehr so extrem, aber der Hals und der Rachen, die sind halt eben noch komplett zu. Und das ist doch nicht nur sehr nervig, sondern ja, es stört halt eben auch... Wo ist denn das dritte jetzt hin? Ach da. Es stört halt eben auch bei der Aufnahme. Danke, dass du dann am Ende doch nochmal dagegen gehauen hast. Da müssen wir hin. Nein, nein, nein. Soll ich mit dir auch reden? Nee, ne? Du bist nur der Jelle, genau. Den Jellen, den kennen wir doch. Nein, den kennen wir nicht, aber der ist hier wahrscheinlich nur als Wache eingeteilt. Da müssen wir drauf. Das wäre schön, wenn du mich auch hochbringen würdest. Hallo? So. Hi. Franzl. Franz, we have the Astra. Whew. That was fast. And here I thought you'd have trouble getting it. Now we just need to link it up with the Omnium Tower's control station and activate the cooling system. Ja, mach das mal. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur auf den Knopf gedrückt. Wenn das jetzt falsch war, dann war ich nicht schuld, was jetzt passiert. See? We've already quieted the tower down. But that was only the first step. The heirs of Ida are still lurking in the shadows. Shutting down the other four towers won't be that easy. You and Mia should go back to the shelter and say your goodbyes. Banja's Omnium Tower is the closest from here. I'll do some recon on it. Wie? Das kommt jetzt. Hallo? Gehe zu Abenteuer und beginne ein Abenteuer, um deine Stufe zu erhöhen. Hä? Tägliche Beute. Verfolgen die schärfsten Klingen. Okay. Und wenn ich das jetzt gar nicht machen will? Ich will doch jetzt die Story machen. Was soll denn der Quatsch? So. Hier ist das, glaube ich, wo ich mich dann verabschieden soll, oder? Oh, da fällt mir aber gerade was anderes auf. Haha. Wo wir gerade hier sind. Was ist das denn? Aha, aha. Dunkler Kristall, okay. Da frage ich mich ja ernsthaft immer, habe ich die jetzt eingesammelt oder nicht, wenn ich die kaputt gemacht habe. So, da war auch noch was. Das habe ich nämlich gesehen eben. Warp-Energiezelle, das ist auch immer gut. So, sehr schön. Das ist das Ding und da sind wir zu Hause. Ja, das waren die, die wir nicht kaputt kriegen, genau. Da oben ist aber noch was. Moment. Na, nicht runterfallen. Da sind Pusteblumen. Da ist aber auch noch irgendwie so eine rote Kiste. Oh, scheiße. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ist doch eine Kiste, oder? Ah, ich dachte schon, das wäre ein Gegner hier vorne.
Ja, es gibt hier doch einiges mehr zum Einsammeln, wie ich sehe. Das ist schön. Nein, nein. Halte ich fest, wollte ich gerade sagen, genau. Die Blumen nehmen wir auch gerne mit. Das war aus Versehen ein Angriff. Den wollten wir gerade nicht machen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Ach, das ist immer so genial, wenn man hochspringt und nichts berührt, was vor einem ist. Ach, dann leck mich einfach. Okay. Oh, hier sind auch diese Razor Elite-Typen. Die will ich aber eigentlich gar... Da unten wollte ich hin, genau. Also wir können das jetzt mal machen, da wir jetzt sowieso gerade hier oben doof rumstehen bei denen. Oh. Allerdings sind die ziemlich... Sieht ja ziemlich heftig aus, wollte ich kurz sagen. Okay, einen haben wir. Da ist noch ein kleiner. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein großer kommt. Da unten ist noch einer. Da ist auch noch... Ja, komm runter. Komm runter. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? Ach, der zählt gar nicht. Ja, toll. Der hat aber gezählt. Ha! So, jetzt will ich aber wissen, was das hier mit der Kiste auf sich hat. Die nehmen wir noch eben schnell mit. So. Jetzt dürfen wir uns auch endlich mal verabschieden. Okay. Gut, perfekt. Machen wir das doch noch. Oh, und fliegen direkt mitten ins feindliche Gebiet rein. Das ist nicht so günstig. Das nehmen wir auch mit und dann laufen wir weiter. Ich finde immer noch dieses Gesicht hier oben so geil. So, wo haben wir dich denn? Links rum. Was stand da gerade? Schwarzkernverkäufer Agnes. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob wir die schon mal gesehen hatten. Wieso zeigt ihr mir immer an, dass das rechts ist und ich soll hier geradeaus laufen? Das ist irgendwo oben. Ah ja, ich glaube, dann weiß ich, wo das ist. Na komm, bisschen schneller. Dann verabschieden wir uns mal. Franz told us everything. You're headed to Banjus Port, right? I know you're working for Hycros now, but you'll always be one of us. Zeke only did it because he had no choice. I just want to see him and Shirley back safe again. Sorry. We left you with the toughest job. We can't possibly repay you for everything you've done for the shelter. This thing with Zeke, it's in your hands now. I will find them, I promise. Follow the Blue Creek downstream to reach Banjus Dock. Be careful. Mit dem Jetboard kannst du Flüsse entlang fahren und schnell Abhänge hinunterbleiben. Okay. Und wie kriege ich das? Achso. Das war ich jetzt aber nicht. Das war jetzt zu Ende. So, okay. Das Jetboard. Tippen Escape. Breite dich auf den Tausch von Relikten vor und setze das Jetboard ein. Escape, Relikte.
aufstellen. Ja, aber ich will das dafür nicht wegmachen. Höchstens das Raket. Ach so, Moment. Das wäre dann theoretisch die 3, oder? Wähle einen Slot aus. Moment, das ist mein Jet-Dings. Ja, genau. Da würde ich das nämlich auch reintun, in zweiten. Okay. Erfolgreich eingesetzt. Tippe, um zurückzukehren. Tippen 3, benutze das Jet. Also doch jetzt 3 drücken. Ach so, ja klar. 3 war natürlich das andere Relikt mit dem Aufspringen, genau. Okay. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne hier oben erstmal die Folge beenden, aber jetzt zwingen sie mich dazu, das Jetbot zu benutzen. Also machen wir das mal eben kurz. Woo. Yeah. Das ist aber auch eine ganz schöne Stadt. Hallo, was war denn das bitte? Geht's noch? Ganz schöne Strecke hier, wollte ich gerade sagen. Ah, ich kann auch damit springen. Das ist cool. Das heißt, ich kann dann über solche Hindernisse einfach drüber springen. Ah, kommt, Leute. Ich wollte gerade mal so ein bisschen testen mit der Bewegung. Aber im Endeffekt ist es so ein bisschen wie beim Surfen, würde ich sagen. Ist natürlich recht cool. Perfektomat. So, sehr geil. Da ist irgendein Portal oder sowas. Bam. What's going on here? Och, the hyenas are at it again. I need to help that person. Was für ein Pech, dass ich euch am Gnadentag begegne. Wir brauchen immer noch Ressourcen von... Okay. Ey! Kleine! Hallo Hilda! Och, noch einer? So. Beautiful moves. Thanks. Are you all right? I'm fine, thanks to you two. Those pests are getting bolder. To think they'd come so close to the port. Hey, congrats. Huh? What for? The bounty for the White Lightning. It was personally issued by President Kolodor. Searching database. Still no results for Kolodor. The president of Banjus Industries. That doesn't ring any bells? Search complete. Kolodor, president of Banjus Industries. We can ask him about the area's Omnium Tower. So you're not here for the bounty? Ah, then you must be here for the Grace Day Festival, right? If that's the case, then you're out of luck. There probably isn't much to see this year. Why is that? I've been here all day, and I haven't caught sight of any merchant ships entering the port. Just last year, it was packed around this time. Did something happen here? Probably the bandits. They've been real active recently, and must have scared the merchants off. Wonder when President Kolodor is gonna do something about it. Come on, it's not safe here. Let's get back to the port. Ja, dem Schicksal zum Trotz, Hafen von Banges. Der Vorfall in Astra hat ein Ende gefunden. Obwohl der Turm abgeschaltet ist, habe ich nichts weiter bezüglich Zeke und Shirley herausfinden können. Trotzdem mache ich mich auf nach Banges zum nächsten Ominum-Turm. Und bin hochgestuft worden. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, mit dieser irgendwie cool aussehenden Stadt im Hintergrund beenden wir dann erstmal die Folge. Wie, es gibt noch viel zu tun. Nein, 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 das machen wir in der nächsten Folge dann. Beenden wir erstmal die Folge und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.